erstmal Platz. Die harten Steine weg. Ich kann noch ein bisschen weiter nach vorne kommen, habe ich gerade eben gesehen. Chris an Weltreiselogbuch, Tag 54. Ihr werdet euch bestimmt wundern, wo ich gerade bin. Dieser Berg hinter mir ist der Berg von Paramount Pictures. Ihr kennt doch die Vorschau. Höre ich mich irgendwie ein bisschen höher an? Ich bin auf 5500 Meter hier. Auf dem Berg Kakataya. Aber das ist erst am 55. Tag. Aber ich möchte diesen Berg einfach nutzen, um diese Atmosphäre einzufangen. Aber kommen wir erstmal zum Tag. Danach erzähle ich ein bisschen kurz nur hier von was. Tag 54. Super mega geil. Death Road. Die gefährlichste Straße, ich will nicht sagen auf der ganzen Welt, kenne ich mich nicht so gut aus, aber hier auf jeden Fall. Ist nicht sehr breit, aber man soll es nicht übertreiben. Die ist schon, da kann ein Auto langfahren, da kann auch ein Bus langfahren. Aber beim Bus ist schon ziemlich krass, weil da sterben auch ab und zu mal Menschen. Zum Beispiel einen Monat, vor einem Monat sind 25 Leute gestorben. Da ist ein Bus runtergefallen und ja. Naja, auf jeden Fall bietet man da Touren an. Man kann sich aussuchen mit dem Fahrrad, Motorbike, Quad oder sowas. Und ich habe die Tour gemacht mit dem Fahrrad, mit dem Mountainbike. 50 Euro umgerechnet. Super mega geil. Mega geiler Guide. Mega geile Tour. Mega geile Bikes. Ich hatte richtig Spaß. Also, es war wirklich richtig geil. Kann ich jedem empfehlen. In den 50 Euro sind auch zwei Snacks. Inklusive Wasser, zweimal Wasser, ja, Equipment, Schoner, Fahrrad, klar, was noch? Man braucht sich sogar noch nicht mal einen Kopf machen, um Fotos machen oder Videos, das machen die. Also der Guide kann halt natürlich Fahrrad fahren und macht dabei Fotos und man fährt vorbei, macht Fotos, macht Videos, kriegst dann eine CD und ein T-Shirt, das T-Shirt. Ach siehste, das wollte ich ja gestern schon erzählen. Genau, das T-Shirt kann ich ja mal kurz zeigen. War schade um die Landschaft, die ich jetzt verschandle. Aber das ist die Front und kriegen wir das so hin? Das ist der Rücken. Ich weiß nicht, ob man jetzt was sieht. Wahrscheinlich nicht. Aber super geiles T-Shirt. Kriegt man halt noch dazu. Was will man mehr? 50 Euro. Vollkommen okay. Und es ging den ganzen Tag. Ein bisschen was über die Death Road. Der erste Abschnitt ist relativ nicht straßenlastig, aber man fährt ungefähr, sagen wir, 15 Minuten, 20 Minuten Straße. Natürlich immer Downhill. Man ist ziemlich schnell. Topspeed ist 60 km/h, wurde mir gesagt. Und da hatte ich keine Probleme, weil durch das Rennradfahren in Deutschland fand ich das ziemlich cool. Man muss aber trotzdem ein bisschen aufpassen, weil es immer sandig war. Oder wenn man einen Bus überholt und so, dann ja. Also wenn ich hier immer so, das ist nicht, ich bin hier nicht sportlich außer Atem, aber man ist hier auf einer gewissen Höhe. Man hat ganz leichte Kopfschmerzen und ein bisschen drückt es auf der Brust. Und dann ist man natürlich schneller außer Atem. Also deswegen hechle ich hier ab und zu, wenn ich hier so energiegeladen rede. Ja, erste Strecke ziemlich straßenlastig, war kein Problem. Dann musste man wieder 10 Minuten mit dem Bus fahren, weil es ein Gebiet ist, wo viele Steine runterfallen vom Berg. Und danach ging's los, Downhill, ziemlich cool. Ab und zu halt auch mal durch Wasserfälle, also ja, der größte Wasserfall, da, wenn man da durch, dann ist man nass, ganz klar. Also es war auch so ziemlich matschig, nass und natürlich auf einer gewissen Höhe war es auch ziemlich neblig und nieselig. Aber trotzdem mega super geil. War wirklich super cool. Kann ich jedem einfach empfehlen. Und ja, wie gesagt, ich komme jetzt immer, anstatt ich mal die Streckenabschnitte erzähle und dann mal mega geil. Gut, so zweiter Abschnitt, cool.
Dritter, bisschen flacher, wo man auch mal ein bisschen in die Pedalen treten muss, hat mir aber auch gut gefallen. Und vierter Abschnitt ist dann mehr, man kann dann aussuchen, entweder der technische Weg, also viel mehr Kurven noch, oder durch zwei Flüsse durch, also auch Downhill nur, aber halt ein bisschen kürzer, aber dafür durch zwei kleine Flüsse durch, also ja, da muss man halt relativ schnell durch, sonst, wie auch immer. Ja, nur so viel dazu. Man ist sich der Gefahr nicht so richtig bewusst. Es sieht jetzt, also es ist eine ganz normale Straße und dann geht es halt wirklich 250 Meter einfach runter. Also es ist wirklich eine Steilklippe. Also man hat da, wenn man da runterfällt, da gibt es keine Chance, sich irgendwie festzuhalten oder 10 Meter zu rutschen und irgendwie hängen zu bleiben. Man fällt. Und das Problem, was ich hatte, dadurch, dass ich mit dem Speedbike, hatte ich mit der Geschwindigkeit nie Probleme. Also ich bin immer hinter dem Guide, was natürlich vorteilhaft war, da man am meisten Fotos und Videos von mir gemacht hat. Mit der Geschwindigkeit hatte ich keine Probleme, aber zweimal bin ich in einer Kurve dann halt so in den Graben reingefahren. Also da, also langsam dann in den Graben rein und dann wieder hoch das Rad, wieder auf Strecke. Und einmal war es wirklich knapp vor der Schlucht, wo ich auch kurz überlegt hatte, das Fahrrad wegzuwerfen, um mich halt auf der Route zu lassen. Aber es hat dann trotzdem noch geklappt, also es war aber wirklich eng. Das Problem ist halt, man kann die Kurven halt so schwierig einschätzen. Also wenn es immer eine Kurve war in Richtung Berg, dann hatte ich nie so Probleme. Ich meine, das Einzige, was dir dann passieren kann, du fliegst halt hin und ja, das ist natürlich scheiße, aber ein bisschen Adrenalin muss sein. Aber wenn es dann eine Kurve war, wo eine Schlucht auf der Leitung, also wenn es eine Rechtskurve war und hier ist die Schlucht, dann ist man da schon vorsichtig rangegangen, weil wenn du einen Fehler machst, dann stirbst du. Das ist einfach so. Man ist sich der Gefahr nicht. Und selbst wenn man nicht wirklich konzentriert Fahrrad fährt, oder Mountainbike oder Downhill, wie auch immer man das nennen mag, dann fliegt man auf die Fresse und das kann ziemlich schmerzhaft werden, weil das ist kein Asphalt, keine Wiese, kein Blabla. Das ist Stein. Jetzt nicht so krass wie hier, weil erzähle ich gleich nochmal ein bisschen was. Aber du fliegst auf harten Gestein. Und ein Deutscher ist hingeflogen, über das Lenkrad, hier mit den Handballen gebremst. Die mussten ein Stück von der Haut wegschneiden, weil er hat sich das so aufgerieben hier, so richtig so ziemlich krass. Und hier an der Seite ist auf so einen spitzen Stein so und dann hier so 1 Zentimeter rein. Man hat jetzt nichts gesehen, aber es hat geblutet wie Sau. Naja. Ist trotzdem weitergefahren. Hey, klar, ist er Deutscher hier. Deutscher Mann. Okay, wieder übertrieben. Übertrieben. Ja, genau, das war's dazu. Nur kurz, wo wir jetzt gerade sind, ist jetzt kein hoher Berg, ist ein hoher Berg für Deutschland. Wahrscheinlich haben wir noch gar keine 5500er. Bin ich gar nicht so auf dem Dampfer. Und das Krasse ist auch hier, das Gestein ist ziemlich, es ist arg spitz. Also hier, wenn ich jetzt mal so einen Stein habe, das ist überall so. Das sieht aus wie, dass hier tausende von Dachziegeln rumliegen. Ja? Und natürlich Schnee. Und ja. Wie gesagt, Paramount Picture, das ist der Berg. Mega geil. Ich habe auch ein paar Jumping-Videos wieder für euch. Super cool. Ich zeige euch einmal mit der Kamera rum, aber ich möchte auch nicht so viel erzählen hier drüber, weil dann geht der Tagesbericht für den heutigen Tag ja auch drauf. Ja. Yeah. Okay, the guide called me, so I just... ja, ich zeige euch einmal nochmal rum. So, schön langsam. Ist das nicht mega geil? Da hinten ist eine rote Lagune, da so. Ich sehe jetzt noch nicht mal meinen Finger. Da so. Da so ist eine blaue Lagune, da hinten ist nochmal ein See und das ist natürlich der Paramount Picture. Ziemlich geil. Hier, ich mag auch die Felswand hier. Super mega geil. Gut, das war's Leute. Kussis, tschüss.